Der Gesundheitscampus hat mich sehr überzeugt. Das sind sehr schöne, gute Räumlichkeiten. Das Konzept scheint schlüssig zu sein, diese Berufe zusammenzubringen. Ich halte es auch für zukunftsweisend, dass man also quasi die Entwicklung in der Gesundheitsbranche, Start-up-Unternehmen, aber auch hier also Lehre, praxisnahe Ausbildung an einen Fleck bringt. Das ist alles also sehr überzeugend und scheint durchdacht zu sein. Somit glaube ich, ist das ein gutes Konzept. Daher finde ich, das ist insgesamt der Weg, den man gehen muss. Wir wollen neue Studiengänge etablieren. Dazu ist die Unterstützung sowohl des Bundes als auch des Landes notwendig. Wir haben ein Konzept für einen Studiengang praxisorientierte Pflegewissenschaft, berufsbegleitend. Das könnte eine Möglichkeit sein für Pflegende, sich weiter zu qualifizieren, den Beruf attraktiv zu machen, auch neue Karrierewege in der Pflege zu etablieren. Wir wären damit der zweite Standort in Deutschland, der solch ein Angebot machen würde. Das könnte auch überregional attraktiv sein und Pflegende nach Göttingen ziehen. Der Besuch des Bundesgesundheitsministers heute hier am Gesundheitscampus in Göttingen zeigt besonders, welche Strahlkraft dieses Projekt, diese Kooperation mit der Universitätsmedizin mittlerweile gewonnen hat, auch bundesweit. Und der Besuch zeigt uns natürlich auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, zusammen mit Unterstützung des Landes Niedersachsen dieses Programm auch noch weiter auszubauen.